Die versprochene Sonne für heute, gell, die lasst sich noch Zeit. Ruheoase ist nicht gut, gell? Hundewalsch, ja? Das ist doch passend. Hallo und Grüße aus Baden, ich bin Flo dabei und heute geht's auf die vierte und letzte Etappe vom Beethoven-Wanderweg. Ziemlich rasch Herbst geworden, die Eisdielen sind durch die Maroni-Brote ersetzt worden, obwohl es eigentlich nur wenige Tage sind seit der letzten Etappe. Naja, und da nehme ich euch jetzt auch mit, weil wenn ihr euch die ganze Zeit belabert, dann seht ihr nichts vom Weg. Nicht? Eins ist auch klar, den Weg durch Baden durch bis zur Abzeigung zu Ringen-Rauenstein, den brauche ich jetzt nicht nur einmal zeigen, weil wir sind schon oft mehr durch Baden nochmal durchgekoffert. Deswegen wird es da jetzt auch ziemlich wenig zum Sehen geben. Ich bin in Tal. Schau, was man da hinten oben sieht, die Ruine, und zwar Rauenstein, da kommen wir heute noch vorbei. Baden St. Helena, bei der Ampel, das ist eine schöne Abzeigung für uns. Da sieht man jetzt endlich einmal auf die Ruine Rauenstein. Beethoven war der Weg schon. Ja, und wem das bekannt vorkommt, da sind wir schon einige Male gewesen. Auf dem Wienerwald-Weitwanderweg und auf dem Mödlinger Rundwanderweg. Aber der Wegverlauf von 40er, also vom Beethoven Wanderweg, ist trotzdem subtil anders. Ja, was für ein Unterschied. Jetzt sind wir über 3,5 Kilometer über den Asphalt hergetrottelt. Und jetzt endlich haben wir Vogelgezwitscher und Waldesruhe. Ruine gesperrt übrigens. Es ist schon seit ein paar Jahren gesperrt. An der Stelle, wir haben fast bei der Ruine. Da geht es aber jetzt nach rechts hinüber für uns. So da, der große Anstieg ist geschafft. Dieser Abschnitt da ist sicher einer meiner Lieblingsabschnitte in dem Gebiet. Gemeinsam vielleicht mit dem Felsenpfad, aber der ist ja leider asphaltiert. Da sieht man sehr schön die Burgruine Rauenstein. Da kannst du ein schönes Foto machen wahrscheinlich. Und ein bisschen weiter vorne sieht man auch sehr schön Raueneck. Und überhaupt ist da ein ganz netter Rastplatz. Ja, ist dann. Rastplatz mit Panorama-Aussicht auf Baden. Ein schönes Kreuz ist da. Unschwierig zu erreichen, das Kreuz. Also, liebe Mami, machen wir ein schönes Foto. Hasenbank, ja? Ja, mit 2a. Ah, sehr gut, das ist so nach einer Stunde wirklich eine nette Rast, gell? Mhm. Ja, Aussicht sehr schön. Ruheoase ist nicht gut, gell? Nein. Gott, solange es da nicht allzu forsch mal bergan geht, wäre ich das auch wieder anlassen. Ja. So, gestärkt von einer kurzen Rast mit ein paar Müsliriegel
geht es jetzt auf die selbstversicherte Passage. Du hast mit den Stöcken auch nicht wirklich einen Vorteil gehabt, oder? Ja. Ja, also da diese alpine Expedition im Rückblick. Klettersteig, Schwierigkeit A. Warum kommt jetzt dieses Aussichtsplatzerl? Ja. Ja, kannst dich gar nicht mehr erinnern. Mhm. Noch ist die Aussicht nicht wirklich greifbar, gell? Mhm. Na, schaut da, das ist das Aussichtsplatzerl. Das hast du aber jetzt schmählich liegen gelassen, dieses Aussichtsplatzerl. Ja, wozu habe ich da diese großartige Sensation angekündigt, was das so achtlos links liegen gelassen wird? Okay. Ruine hat sich sicher nicht verändert, unter 10 Meter. Okay, das heißt, es gibt zumindest eine Argumentation für diese Schmach. So, noch ein wenig bergauf, aber nicht mehr viel. Das haben wir damals am 448 auch gegangen. Schau, Jugendbrunnen, das war was für dich. Sandwich-Markierungen. Rot, weiß, rot, weiß, rot. Aber die Färbung ist noch nicht so richtig eindrucksvoll. He? Wir müssen das leider sehr bemängeln. Wenn die Sonne scheint, leuchtet es mehr, ne? Ja. Also wir müssen es ja bemängeln, dass die Sonne für uns nicht scheint. Schau, ein Pavillon. Da können wir kurz einmal auch die Aussicht genießen, oder? Ja. Ja, also auf den Pavillon heraufsteigen, die drei Schritte, das lohnt sich. Weil die Aussicht ist nett. Die versprochene Sonne für heute, gell, die lässt sich noch Zeit, die lässt sich bitten. Beethoven-Wanderweg nicht verwirren lassen, da ist nur in die eine Richtung ein Pfeil. Und in die andere Richtung 40 geht es nämlich da oben. Ja, ich weiß nicht, das sollte mehr auflockern, es tut aber eher zulockern. Ja, seit dem Pavillon ist der Weg von auf was Kinderwagen tauglich. Aber wart nicht, bis wir den sogenannten Felsenweg erreichen, das ist nämlich dann ein Asphaltweg. Mhm. Der Baum verhält sich wieder weg. Nach der spitze Kurve. Das ist die Frage, wer hat von wem abgeschaut? He? Ich glaube, der Weg ist älter als der Baum. Der Wegweiser ist für uns nicht interessant. Schau. Da. Das ist interessant. 40. Kurpark, Haupteingang über Felsenweg in 1,7 Kilometer 40. Na gut, hinunter zum Felsenweg. 40, 40, 40. Und noch einmal 40. Auf geht's zum Felsenweg. Das sagt jetzt schon eine Stunde. Ja, aber jetzt geht's wirklich zum Felsenweg. Da, schau, da sind sogar die Felsen. Die gehen auf eigene Gefahr. Und da besitzen auf eigene Gefahr, schon? Mhm. Ich hätte nicht zu viel versprochen. Schau, das ist jetzt der Asphaltweg. Aber wir breiten jetzt gnädig den Mantel des Vergessens über den Asphalt, indem wir einfach nach oben in die Baumkronen füllen. Ja, da unten steht 40, ne? Siehst du das? Ja. Ja.
Also zumindest übertreibt der Felsenweg nicht damit, dass er Felsen hat. Das ist tatsächlich ein großes Loch. So aus ist mein Felsenweg. Ja, mehr Lärm. Wir sind baden näher gekommen. Haben wir jetzt heute eine Öde erreicht, gell? Am Hunde war ich schon. Na, das ist doch passend. Trinkwasser nach Gebrauch bitte abdrehen. Das ist nass, ja? Da drüben ist nicht nass, schau. Ja? Muss ich mir da eigentlich immer den Rücken anschauen? Ja, ist jetzt zufrieden. Bin sehr zufrieden, ja. Bella ist abmarschbereit, gell? Noch einmal weg. Ja, also unser Kinderbankerl lassen wir jetzt zurück. Unsere Wasserquelle auch, brauchen wir heute nicht. Und jetzt geht es noch ein bisschen bergauf. Also, die Becher rast. Aber die ist nicht so gut ausgestattet, da gibt es nämlich keine Quelle. Und 40, ja? Also der Umi auf dem Josefi-Weg. Bela Barengisitz. Mhm. Wer da alle einen eigenen Namen hat. Ne? Also ich hätte gerne einen Flatter bei euch. Und ein historisches Schild vom Beethoven-Wanderweg. Wir sind heute da. Vom Bahnhof Baden da so nach hinten gehampelt. Ja. Bewusst nicht da, sondern da. Ja. Und da rauf, so, da her. Jetzt stehen wir da am Standort und gehen hinüber zur Einöde und dann da zurück. Da ist der Pavillon, da hat man einiges ausgeschnitten. Er steht freier da als beim letzten Besuch. Ja. Die Aussichten sind immer noch so trüb, aber schon da in die Richtung, in die wir uns bewegen, ist der Himmel blau. Weiß ich nicht, aber es schaut wie ein Skiwiesen aus, gell? Ja. 04, 40, 42 und 404 oben, schau, das haben sie auch wieder überbindelt, ja. Die Wappler. Ein Ödweg, schau. Ja. Fremdenverkehrsverein Pfaffstätten. Was sagt dir das? 40. Ja, aber das sagt ja auch, dass wir auf Pfaffstätten eine Gemeindegebiet sind. Jetzt sind wir endlich aus Baden draußen. Ach so. Ja, kaum zu glauben. Aber es ist doch sonnig geworden. Ja, was da steht. 40. Ein Ödweg, Beethoven-Wanderweg, schon. Schon sehr verblasst, Beethoven-Wanderweg. Da. Ja. Ja. 40. Ganz versteckt, schau. Ein Ödweg. Da. Ja.
ja, Trockenrasen, ähnliche Landschaften. Und viel Wald, mindestens genauso trocken. Ja, da vorne war es zum ersten Mal aufschreiben. Richardshof Mödling. Ja, 2 Stunden werden es noch sein, circa. Das ist ein lieblicher Abschnitt, gell? Vogelzwitscher, ja. Waldesruhe. Schau, da vorne ist der garstige Graben. Da sind wir damals vom Pfaffstädtener Kogel heruntergekommen. Über den garstigen Graben. Irblinggraben hast du wirklich, schau. Ja, ein bisschen Sicht, gell? Ja, jeweils auf der letzten Etappe vom 448er bzw. gar vom 404er war für die Schönheiten dieser Gegend gar nicht so empfänglich wie jetzt, gell, was das sehr entspannt nach vielleicht 3 Stunden Gehzeit geht. Föhrenweg, Pfaffstätten nach ca. 100 Meter halb rechts in den Waldweg. Sehr steil da. Ein schöner Hang. Hm? Ja, aber das ist von der Pipeline zum Skifahren war das hin. Die Türe macht auch Werbung für die Bockschütte. Und wir gehen da so achtlos dran vorbei. Hm? Ja. Schau, auf diesen Baum müssen wir klettern. Aber von der anderen Seite, nein, da muss irgendwas besonders oben sein. Schau, da ist abschreckend steil. Da gibt es eine Serpentine. Hört die Signale, ja, da geht's hinunter. Hast du richtig erkannt? Damit ist dieser furchterregende Steig auch schon wieder aus. Noch viel furchterregender ist, dass wir da auf Asphalt gelandet sind, mitten im Wald. Ja, beim Rauenstein und beim Anhänger Tieftal vorbei geht es immer noch auf Asphaltberg an zu einem Rastplatz. Und dann zum Glück hat der Asphalt da wieder ein End. Weit weg vom Asphalt, aber nicht weit hinauf zum Glück. Geschlossene Veranstaltung. Und da steht da nicht gerade der Bär bei der Veranstaltung. Ne? Schau, das ist eine schöne Hütte mit einer Terrasse. Schönen Rastplatz. Aber unerreichbar, weil Privatgrund. Stadengstenzweiderbotten kenntlich gemacht durch dieses Schild, ja? Ja. Das ist aber ein schöner Rastplatz, gell? Ja. Wasserleitungsweg, Kumpulskirchen. Das ist dann die 2. Etage. Da sind wir schon gegangen, ne? Genau, da sind wir schon gegangen. Wir dürfen da jetzt herumgondeln. Und der Gondel ist ja auch ganz schön, ne?
Jetzt ist es doch schön geworden, gell? Dass ich Glück einmal holt. Kegelstadtweg. Wilhelmswarte Anningerhaus. Mödling. Ja. Wir sind jetzt gar nicht mehr weit weg von Mödling. Vielleicht noch 5 Kilometer. Ja, dann beachten wir da die Seite, oder? Ja, der Bella legt ein ordentliches Tempo vor. Ja, ja. Ungefähr 15 Kilometer. Ja. 40 links, 404 rechts. Einbahn. Gilt auch für Radfahrer. Was für ein Glück, dass es nicht für Fußgänger gilt, ne? Breite Fähre Mödling. Schau, eine Besonderheit. Naja, weil da haben sie nämlich den Originalverlauf eingezeichnet. Ja, Hoher Lindkogel, Tobelhof, Redenwiese, Rabental. Also das sind wir alles gegangen, was da ist. Das heißt, das ist die richtige ursprüngliche Karte. So, damit wir mal gesehen haben, wo der 444er wirklich aufgeht, da sind wir damals bei der Abzweigung von Prisnitzer fälschlicherweise geradeaus weiter auf. Also nämlich die Abzweigung ins Prisnitztal. Laut Markierung geht es tatsächlich bei der Breitenfähre vorbei nach Mödling. So, der Schuh ausgeleert. Ja. Na gut, wenn es denn schon so schön prominent markiert ist, dann gehen wir halt weiter über die Breitenfähre. Ne? Und schau, Beethoven Weg. Da hätten wir ja glatt der Schuh versäumt sonst. Beethoven-Wanderweg. Beethoven-Spazierweg, das ist aber jetzt sehr degradierend, oder? Ja. Also der Weg zur Breitenfähre ist jetzt knapp mit dem Acker und damit haben wir mit der Powerbank von der kühlen Konstruktion mit einem Haargummi gewusst wie. Der Baritzenweg und der Beethovenweg. Breitenfähre 2. Was ehemals
ein ikonischer Baum gewesen ist, wird jetzt in Hoffnung vor der Zukunft wieder ein ikonischer Baum. Eine Unterstandshütte mit jeder Menge informativen Naturhinweisen, Mountainbike-Trails und Beethoven-Wanderweg. Na, das Bankerl ist nur meine Überresten vorhanden. Na, schau, jede Menge Rotormarkierungen. Wir nähern uns also unaufhaltsam Mödling über die goldene Stiege, die ich schon mehr als einmal gezeigt habe, aber eigentlich immer in der Nacht, heute einmal nicht. Da beginnt jetzt ein vergnüglicher Abstieg in einen enger werdenden Graben. Goldene Stiege Mödling. Da wäre es fast einfacher, wenn man eh alle anschreibt. Ja. Das Gold muss schon aufgesammelt worden sein und es ist nicht mehr ein Stein an der Stiege, gell? Aber es ist gut gangbar. Damit ist es leider aus mit der Herrlichkeit. Ja. Ab jetzt nur mehr Asphalt. Ja, für viele wird der Beethoven-Wanderweg da aus sein, weil sie eventuell das Auto geparkt haben. Aber offiziell geht der natürlich jetzt noch zurück bis zum Bahnhof. Schau, da ist der berühmte Universalmast. Alles. Das ist ja von vielen dieser Wanderwege die letzte offizielle Markierung. Da habe ich sonst keine gefunden in Mödling drinnen. Tja, grün! Hinüber! In die Altstadt von Mödling, die sich auch nicht wirklich verstecken muss. Also, Mödling ist schon auch eine hübsche Stadt, gell? Raus mit uns aus Mödling und hinaus zum Bahnhof, gell? Ja. Ja, einigen wird diese Säule da bekannt vorkommen. Das ist nämlich das Ende gewesen von unserem Mödlinger Rundwanderweg. Ja, das mit der Sonne hätten wir uns ein bisschen anders vorgestellt, gell? Bitte drücken! Das muss man lang bitten, oder? Wenn der schon steht, bitte drücken. Naja, immerhin regenfrei ist es runtergegangen, gell? Du musst ja schon mit einigen froh sein. Ja, wie war es denn so, hä? Es war halt ein bisschen. Ja, Wetter hätten wir uns ein bisschen anders vorgestellt, aber naja, macht nichts. Eigentlich eine tolle Etappe, nur mal ganz am Schluss mit ungefähr 21 Kilometer, wenn es die Uhr überlebt hat. Die ist nämlich genau jetzt ausgegangen, aber dir sagt es 21. Ja, damit bleibt nicht mehr weiter viel zum Sagen, außer dass ich flatter bei bin. Und vielleicht sieht man sie mal auf einer anderen Tour. Gemeinsam mit dem 448er und abweichend zum 04er. Beziehungsweise 404er. Ich sage ja, das ist verwirrend, gell? Na gut. Aber wir sind jetzt entwirrt, weil nicht nur hast du es gefunden, sondern ich habe es im Video auch dokumentiert.